Merken Sie das auch? Diese Pandemie, die nun schon ein Jahr unser Leben bestimmt, macht uns alle irgendwie dünnhäutiger. Manch einer zieht sich zurück, resigniert. Aktuell haben gerade die Einzelhändler aufgrund der erneuten Schließungen Existenzängste. Da sind aber auch die Menschen, denen es eine Herzensangelegenheit ist, Gutes zu tun und zu helfen. So gibt es bundesweit bereits zahlreiche Initiativen. In Zwickau geht das Projekt Zusammen füreinander an den Start. Wir waren heute mit dem Initiator Marco Kaufmann in der Parfümerie Burger verabredet, um mehr darüber zu erfahren. Genau, also zu meiner Person, wie gesagt, wir haben eine Baufirma hier in Zwickau und die Idee für Zusammen füreinander ist entstanden, weil wir gesehen haben, dass halt ziemlich viel Frust und ziemlich viel, ja, ganz einfach Hoffnungslosigkeit hier bei uns im Freundeskreis, im Bekanntenkreis ist. Wir sehen, wie es den Händlern hier in unserer Stadt geht. Und wir haben uns ganz einfach als Unternehmer gedacht, die wir gerade in der Baubranche recht gut durchgekommen sind, dass wir da einfach was tun müssen. Und so ist Zusammen füreinander einfach entstanden. Wie muss man sich das genau vorstellen? Es steckt ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Genau, es steckt noch in den Kinderschuhen. Es wird auch jetzt garantiert noch 1 bis 2 Wochen dauern, bis die Plattform auch vom Steuerrechtlichen her, gerade was Spenden angeht, bis das richtig geregelt ist, wird also, wie gesagt, denke Ende nächste Woche relativ gut stehen. Wir wollen es so machen, dass unseren Händlern in Zwickau die Spenden 1:1 zugutekommen. Ziel ist es ganz einfach, dass wir als Unternehmer bei den Händlern in Zwickau Gutscheine kaufen, direkt, und die dann an medizinisches Personal verschenken, ganz unbürokratisch. Und dass unser medizinisches Personal, was in Zwickau in den Krankenhäusern oder in den Notarztwagen, was in den letzten Monaten so viel hat sehen müssen und ertragen müssen und wirklich an die Belastungsgrenze gegangen ist, dass die ganz einfach davon profitieren und den Gutschein bei einem Händler von unserer Stadt einlösen können. Wir fangen praktisch heute schon mal bei Burger an. Wir haben das der Lisa heute vorgestellt und sie war hellauf begeistert. Und natürlich ist es so, es soll ja in die Welt oder in Zwickau hinausgetragen werden, dass sich so viel wie möglich daran Menschen beteiligen oder Unternehmen. Genau, davon lebt die Sache. Machen wir uns nichts vor, ein 25-Euro Gutschein wird die Welt nicht retten. Auch wir haben nicht die Illusion, dass wir damit jetzt Riesendinge bewegen können, wir allein. Aber ich glaube, wenn wir viele Unternehmer in Zwickau erreichen und Umgebung, dann können wir dann ganz schön Hebel in Bewegung setzen oder ja, eine ganz schöne Reaktion hervorrufen, die dann schon gewaltig ist. Weil wenn ich glaube, wenn 100 oder 200, 300 Unternehmen sich hier in der Region beteiligen und ganz einfach sagen, ich bin gut durchgekommen und ich will ganz einfach was dazu tun, dass unserem Handel in Zwickau, dass es dem besser geht und dass die Leute eine Wertschätzung empfangen, die hier so hart arbeiten, dann glaube ich, wenn wir zusammenstehen und füreinander da sind jetzt, was ich mir wünsche, dann können wir da einiges bewegen. Die Plattform wird ja noch eingerichtet. Wo kann man das dann finden? Es werden ja die neuen Medien genutzt, ne? Genau, das ist also noch sehr jung jetzt die Sache und wir sind auch nicht, kommen nicht aus der Branche, deswegen ist es für uns auch noch ein bisschen kompliziert. Man klickt einfach auf Kontakt zusammen füreinander oder man schaut auf die Website zusammenfüreinander.de. Momentan findet man es noch ein bisschen schwer, aber das sollte sich in den nächsten Tagen auch geben und da kann man sich informieren und auch in unserem Kontaktformular registrieren und sich da ein Stück weit ja schon mal ein Bild drüber machen. Und Walke, du bist optimistisch, dass die Sache gelingen wird? Ich bin absolut optimistisch, dass die Sache gelingen wird. Ich glaube an die Unternehmer, die hier in der Stadt sind und im Umkreis. Ich glaube, dass wir ziemlich starke Unternehmen hier in der Region haben, die auch gut durch diese Krise bis jetzt kommen, die wir haben. Und ich denke, wenn wir zusammenstehen, wenn die Unternehmer den Willen haben, etwas für die zu tun, denen es in der Stadt nicht ganz so gut geht, wenn wir die erreichen können, dann glaube ich, können wir das schaffen. Und ja, wenn ich nicht dran glauben würde, dann würde ich nicht hier stehen. Mit vor Ort war heute natürlich Lisa Burger, Inhaberin der Parfümerie. Des Öfteren waren wir hier schon zu Gast. Wie die zurückliegende Zeit für das Unternehmen war, haben wir einmal hinterfragt. Ja, es war natürlich eine sehr schwierige Zeit. Gerade in dieser Woche ist man eigentlich sehr müde, sehr platt. Die Emotionen liegen, die kochen sehr hoch. Letzte Woche war für uns eine sehr positive Woche, aus der wir eigentlich Kraft schöpfen wollten. Es war so ein richtiges Hoch, Kunden einfach mal wieder zu sehen, wieder Kontakte auch im Laden zu haben.
Ja, aber die Woche endete halt nicht so schön. Ne? Es kamen sofort wieder die Beschränkungen und wenn ich ehrlich bin, damit habe ich so schnell nicht gerechnet. Und deswegen muss ich auch sagen, ich bin eigentlich immer ein positiver Mensch, aber nach der letzten Woche oder nach den letzten Tagen fühlt man sich sehr schlapp und sehr traurig auch. Ne? Man zweifelt natürlich vieles an oder ist einfach unruhig, aber gerade jetzt durch dieses positive Gespräch, auch was ich jetzt hier gehört habe, was der Herr Kaufmann gesagt hat, muss ich sagen, sollte man eigentlich diese negativen Gedanken wieder wegschieben und sagen, wie geht's weiter? Wir schütteln uns einfach mal, wie geht's weiter? Und es darf sich in dieser Pandemie oder nach dieser Pandemie einfach das nicht durchsetzen, dass wir alle niedergeschlagen sind, schlecht drauf sind. Ja, das Konzept ist für uns ein sehr wichtiges Konzept oder ich denke, dass das sehr erfolgreich sein wird, weil das sind kleine Schritte in die richtige Richtung, die Hoffnung geben und natürlich gibt es, also man verliert so in seiner eigenen Trauer, in seinem eigenen Frust, verliert man so den Blick für das Große und Ganze. Und ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, da wieder zu sagen, wir stehen zueinander und wir unterstützen uns regional und wachen da einfach alle mal wieder auf und tun was. Und das ist natürlich gerade, Zwickau ist, denke ich, kann eine sehr starke Stadt sein und so sollte es auch sein. Und deswegen finde ich das Konzept, gerade mit den Gutscheinen, sich auch bei Leuten zu bedanken, die, sage ich mal, in der letzten Zeit unheimlich viel geleistet haben, für uns, für das ganze System viel geleistet haben, sehr wichtig. Und man sollte sich da einfach jetzt mal wieder ein bisschen zurücknehmen und auf das Gute besinnen. Und ich denke, gerade jetzt in der Zeit, der Frühling kommt, ich hoffe, die Sonne lacht auch irgendwann mal wieder, dass wir alle mutig vorangehen und große Sachen bewirken. Und deswegen denke ich, dass es ein sehr, sehr gutes Konzept ist und freue mich da jetzt auch richtig drauf, auch wenn das noch in den Kinderschuhen steckt. Sollte man das wirklich vielen erzählen, weitergeben. Ja, das kann nur wachsen, das ist was ganz Tolles und da freuen wir uns drauf. Und ich freue mich natürlich, dass wir gleich mit starten dürfen. Ja, es ist ein sehr gutes Gefühl und das ist doch schon wirklich was Positives in dieser Woche, wo man raus Kraft schöpfen sollte. Dann bleiben wir dran und halten Sie auf dem Laufenden, wie sich die Aktion entwickeln wird und welche Unternehmen auf den Zug aufspringen werden.